So, liebe Waschbär-Fans, ihr seid wieder auf Waschbärs Werkstatt. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Adapterstecker löten könnt ohne Verbindungskabel, also auf Stoß, anhand eines XT60-Stecker auf einen XT90-Stecker. In dem Fall kann ich das ganz elegant verzahnen miteinander, sozusagen die beiden Goldsteckerenden. Das Wichtigste in Kürze: Ihr braucht einen leistungsstarken Lötkolben, 40, 50, 60 Watt, so um den Dreh rum. Ich verwende hier ein verbleites Zinn. Das hat einen niedrigeren Schmelzpunkt. Das ist quasi das alte Zinn, wie man es immer hernimmt. Ich kann nicht empfehlen, ausschließlich Zinn herzunehmen, also das Bleifreie, da ich da viel heißer löten muss und die Gefahr einer Überhitzung gegeben ist und ich eher rumbraten muss, dass ich eben hier eine saubere Lötstelle hinbekomme. Überhitzung erkenne ich daran, dass sich eben die Goldstecker aus den Gehäuse verabschieden. Diese werden dann schief, weil es eben der Kunststoff weich wird, oder fallen gar aus dem Gehäuse raus, was natürlich nicht zu empfehlen ist. An der anderen Seite, wenn ich zu kalt löte, kriege ich kein durchgängiges Schmelzbad. Das ist wichtig. Ich möchte eine komplett durchgängige Flüssigkeit quasi haben. Das Blei bzw. Zinn sollte durchgängig flüssig sein. Beide Bauteile benetzen und eben an der Stelle nicht sparsam sein mit dem Zinn. So lange wie nötig, so kurz wie möglich löten. Wenn ihr eine Sache aus diesem Video mitnimmt, dann folgende: Achtet auf die Polarität. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr die Steckerseiten verpolt, grillt das euch möglicherweise das Gerät oder ihr habt einen brandgefährlichen Kurzschluss. Also die Plusseite des einen Steckers wird auf die Plusseite des anderen Steckers gelötet. Beim Minus gilt das Gleiche. Konkret gehe ich vor, ich schalte den Lötkolben ein, lasse ihn aufheizen. Möglicherweise ist dann kein Flussmittel mehr drauf, je nachdem, wenn er natürlich ein bisschen rumsteht, dann verdampft eben dieses Lötmittel, Flussmittel. Ich kann dann auch erkennen, wenn es zu heiß wird, dann raucht der eben der Lötkolben stark. Wenn er dann gar nicht mehr raucht, dann ist kein Flussmittel mehr dran. Dann gehe ich eben an das Bauteil ran, so für 1-2 Sekunden, warte, bis das angewärmt ist und dann gebe ich frisches Flussmittel dazu zwischen Lötkolben und den beiden Steckerenden. Warte eben, bis das thermischen Kontakt hat, weil natürlich ohne Flussmittel das immer sich ein bisschen abstößt. Und wenn ich sehe, dass es fließt, gebe ich noch mehr dazu und halte quasi diesen Punkt für das Abschmelzen von dem Lötzinn, das, was ich zugebe, konstant eben, bis es komplett ein Schmelzbad ergibt, bis komplett alles flüssig ist. Dann gehe ich weg und wackle nicht mehr mit der Lötstelle und gebe Ruhe, bis es vollständig erkaltet ist. Sogar in dem Beispiel sieht man das, dass das wirklich einige Sekunden dauert, bis sich das Lötzinn wieder verfestigt. Man kann auch hier als erstes, wie beim Schweißen, einen Heftpunkt setzen. Im übertragenen Sinne wäre das, man lötet es so halbwegs an eine Seite, damit es fixiert ist. Dann geht man zur anderen Seite, lötet es ordentlich und geht wiederum auf die angefangene Seite rüber und macht es schön und schließt das Ganze ab. Im Anschluss reinige ich die Lötstelle eben von dem Lötmittel mit Lösemittel. In meinem Fall ist das Isopropanol, Spiritus geht auch, Wasser gilt es zu vermeiden, weil es korrosiv ist. Bisschen abkühlen lassen, weil natürlich der Alkohol dann schnell verdampfen kann. Ich nehme hier eine ausrangierte Zahnbürste her, eine elektrische Zahnbürste. Putzt es einmal ordentlich durch, muss jetzt nicht super sauber sein, aber der große Teil kommt weg, denn wir kleben das jetzt mit Heißkleber zusammen, damit eben der Heißkleber an dem Metall haften kann und
vergießen das Ganze, damit das eben auch eine mechanische Festigkeit hat und eine elektrische Isolierung. Ich male das Ganze, wie gesagt, mit Heißkleber. Ich versuche darauf zu achten, dass ich mit der heißen Spitze von der Heißkleberpistole unterhalb der Oberfläche bin, also quasi eintauche, damit ich keine Luft reinziehe. Im Anschluss mache ich hier noch eine Kür, dass ich eben hier mit dem Heißluftföhn das Ganze nochmal aufschmelze und dass ich das Ganze dann schön hingießt. Dann ist es mein Geheimtipp, dass ich hier mit Eisenschienen, Stahlschienen, so Flachmaterial eben, weil sie sehr wärmeleitfähig sind und kalt, eben hier einen schönen Abschluss, erfordert ein bisschen Übung, eben hier eine Verrundung hinbekomme oder eine gerade Stelle. Genau, das ist so meine Herangehensweise. Also diese Heißkleber-Vergusstechnik kann man natürlich auch auf andere Stecker übertragen. Hier habe ich jetzt, was sind das? Ach ja, diese Buchsen, was jeder kennt, ja, sowas hier am Laptop und so und überhaupt und irgendwo dran hängt. Da war jetzt hier die Besonderheit, dass ich hier eben Drähte rausgehen habe lassen. Und eben die beide erst verklemmt habe und dann bin ich hier einmal ringsrum mit dem Heißkleber gegangen, wie gesagt, und dann auf das kalte Metall, da geht es recht schön und dann ein bisschen Übung und mit Glück, dann sieht es einigermaßen ansehnlich aus und dann kann man das hier so vergießen. Man kann auch Stecker parallel schalten, das wäre jetzt hier dreifach Abgang parallel, warum auch immer, kann man machen. Und das Ganze habe ich dann hier mit einem 1,5 Quadrat eben parallel geschalten, Kupfer drauf gelötet. Ja, es ist ein bisschen Braterei und muss man ein bisschen fixieren und so. Gut, der liegt jetzt auch schon ein bisschen irgendwo rum. Und das Ganze kann man dann vergießen. Und dann sieht das so aus. Hier habe ich auch noch Beilagscheiben. Das sind natürlich auch Entwicklungssachen, damit ich hier denke, jetzt kann ich hier nicht gescheit einstecken, weil die so nah beieinander sind und so. Und immer schwierig, wenn hier irgendwas verdeckt wird vom Bauteil, vom Platz her. Ein bisschen Abstand reingekommen. Hier sieht man auch ein Negativbeispiel. Eben hier habe ich zu heiß gelötet, beziehungsweise habe ich das noch mit Zinn gelötet, dass sich hier die Stecker verschieben und schon rauskommen ein bisschen. Ist jetzt nicht so cool. Man kann es auch übertreiben. Und sechsfach Parallelschaltung. Wenn man jetzt hier mehrere gleiche Akkus, sechs Stück, aufladen will, die natürlich hoffentlich die gleiche Spannung haben, bitte beachten. Gleiche Spannung, gleiche Typen. Oder man steckt einen Kurzschluss zusammen, das sieht man hier. Man sieht, der rechte Pin ist weg, hat das einfach verdampft beim Kurzschluss. Ja, ich spreche aus Erfahrung, ist nicht schön. Und genau, das kann man dann auch auf Reihenschaltung übertragen. Hier habe ich ein Kabel dazwischen, das ist jetzt nicht so schön, aber zweckmäßig. Dann kann man das Ganze noch auf Nichtstecker übertragen. Hier ist eine 7-Sync-Band-Anzeige, eine Spannungsanzeige. Dann habe ich hier quasi die Kabel rausgeführt, vergossen und hier das Ganze draufgeklebt. Ja, als kleines Mini-Voltmeter, das man hier schön anstecken kann.